So, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen. 23.41 Uhr haben wir heute Montag, den 24. Oktober 2016. Draußen regnet es und wir warten hier auf Train Fever. Und da sind wir auch schon. So, da gucken wir mal, wie viel Geld wir haben. Ich sehe das ja nicht, weil mein Fraps-Anzeige da oben drüber liegt. Also wir haben 184 Millionen. Das heißt, wir können also richtig was bauen hier. Moment, so rum geht das. Okay. Das muss ich bei den Spielen immer erstmal eingewöhnen wieder. So, und dann gucken wir mal hier nach den Städten. Zum Beispiel nach Meerstedt. Meerstedt hatte ja... Wo ist jetzt Meerstedt? Das war hier. Hungen. Da ist es. Ne, da ist Steilshagen. Hier war Meerstedt. Meerstedt hatten wir ja anders. Genau, an das Güterbahnnetz angeschlossen. Genauso wie Steilshagen. Aber Gösenroth zum Beispiel hat überhaupt keinen Güter. Hat Güterbedarf 68 und nichts gedeckt. Uiuiui. So, dann wollen wir mal schauen, was wir da machen können für Gösenroth. Also, Gösenroth möchte also Güter haben. Prozentsatz, der gedeckt ist, nicht. Linienbenutzung, jawohl. Bevölkerung, hier kann man auch Diagramme schalten, da sieht man das ja. Wohnhäuser sind angestiegen, okay, alles angestiegen. Aber wir wollen denen dann doch mal hier ein bisschen Güter gönnen. Was gibt es denn da Schönes? Also wir haben zum Beispiel hier die Möglichkeit, so das Autosave bremst das alles immer so ein bisschen aus, aber Hauptsache Autosave. So, jetzt gucken wir mal. Landnutzung. Wir haben also hier unsere Güterecke. Die ist also hier hinten. Das heißt, es wäre vielleicht ganz sinnvoll, wenn wir von hier Güter ranholen. Da wird es aber schwierig. Denn wir haben gar kein Walzwerk hier. Na, soweit ich das sehe, wir hätten hier Kohle und Eisen. Das könnte man hier ran transportieren. Haben wir irgendwo ein Walzwerk? Ich sehe keins. Hier haben wir Öl. Haben wir irgendwo eine Raffinerie? Ich sehe keine. Was ist das? Das ist ein. Da ist ein Eisenbergwerk. Ah ja, gut. Achso, Eisenbergwerk. Ja, genau. Aber kein Walzwerk. So, was wir machen könnten, wäre natürlich hier oben. Ihr seht schon, worauf ich hinaus will. Hier haben wir ein Sägewerk Gösenroth und hier haben wir das Wald, also die Försterei. Quatsch. Ja, doch, Försterei heißt das. Ne? Also, da werden wir mal hier uns einen Bahnhof setzen, und zwar einen einfachen Güterbahnhof mit einem Gleis. So, das wird dann wahrscheinlich durch den Tunnel dann passen gleich. Hier können wir dann gleich mal einen Schuppen ansetzen. So, ich werde das gleich mal zweigleisig machen. Auch wenn wir wahrscheinlich erstmal nur mit einer Bahn starten, mit einem Zug, aber das könnte sich dann schnell ändern. Also, nee, wir machen erstmal da den Bahnhof hin, dass wir sehen, wo wir hin wollen. Also, wir wollen dann hier hin. Das sieht jetzt aber so ein bisschen blöd aus. Da müssen wir so in so einen Bogen dann kommen hier. Ah. Okay, so geht das.
So geht das. Und dann müssen wir in Grüßenrot einen Bahnhof einbauen. Und zwar sollte der Bahnhof dann hier die, Mann, was haben wir denn hier? Das ist eh so ein Kreuzungspunkt auch noch. Aber da wird es schwierig, das alles unter einen Hut zu bringen. Da müssen wir ja dann, naja, vielleicht machen wir einen Tunnel dann oder sowas, mal sehen. Also, wir werden auf jeden Fall den Güterbahnhof dann hier irgendwo ins Güter, in den Güterbereich packen, hier in den Industriebereich. Da wäre zum Beispiel ein schönes Ding. So, und dann habe ich natürlich einen kleinen Fehler gemacht gleich. Denn der mittlere Bahnhof hier sollte durchaus zweigleisig sein. Wäre irgendwie sinnvoller. Also wieder weg damit. Und zweigleisig. So, dann fahren wir mal zum... Wir können ja ein bisschen mit dem Geld herumasen, wenn wir genug. Machen wir das gleich mal elektrisch? Oder wie ist das? Warte mal, haben wir denn schon elektrische Fahrzeuge zur Verfügung hier? Dann könnte man das als ersten Elektrozug nehmen. Gibt es denn schon Elektro? Nee. Gibt noch kein Elektro. Also dann lassen wir das erstmal. Oder? Also man könnte natürlich gleich zukunftsweisend mit Elektro das Ganze machen. Machen wir das doch mal zukunftsweisend mit Elektro. Oberleitung, ja. So. So, und das sind wir hier gleich im Tunnel. Das heißt, wir müssen, und das ist also richtig eine U-Bahn hier, mein Gott, wir müssen also dann hier schon mal, weil wir im Tunnel wahrscheinlich, oder geht das auch im Tunnel, dass wir im Tunnel einen Abzweig bauen. Aber das bringt nichts, wir können da keine, können wir da Dinge ansetzen hier im Tunnel, mal gucken. Ne, wir können im Tunnel keine Signale, also würde das gar nichts bringen, dann Abzweig zu machen, weil wir das Signal eh vorne hinsetzen müssten, also bauen wir das Signal dann mal. Machen wir den Abzweig hier und machen dann das zweispurige bis kurz vor den Bahnhof dann hinten in Gösenrot. Mit Elektro, wie gesagt, sehr zukunftsweisend. So. Wo ist jetzt der Bahnhof? Autosave. Was gibt's Neues? Neue Straßenbahn. Ja, da haben sie schon Elektro, bei uns noch nicht. So, da kommen wir hier an. Das heißt, wir müssen einmal ganz rum. Die Frage ist natürlich, wir können erstmal bis hier bauen. Und dann müssen wir hier irgendwie drüber. Das jetzt hier mit Weichen zu machen oder so wäre jetzt Unsinn. Bauen wir jetzt einen Tunnel oder bauen wir eine Brücke? Ich komme hier von oben. Das heißt, wir bauen vielleicht mal eine Brücke. Das geht automatisch sogar als Brücke. Das ist ja schon mal super. So, dann gehen wir mal ganz flugs runter.
Hier müssen wir auch noch als Brücke drüber gehen. Schaffen wir das dann da runter, dann bis zum Bahnhof? Ah ja, das geht, das geht. Super. So, das hat ja nun wunderbar geklappt. So, dann machen wir hier mal die Weiche hin. Das heißt, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Richtung ist. Fahren nur die richtige Seite ist. Da gucken wir mal hier. Na, es wäre sogar die richtige gewesen. So, dann bauen wir das hier mal zweigleisig. So, damit Gösenrot auch seine Güter bekommen. Prima. So, dann wollen wir mal schauen. Also, das ist jetzt die Holzbahn nach Gösenrot. Ist ja schon fast eine U-Bahn hier. Also hier ist das Gelände natürlich sehr anspruchsvoll, aber wir haben es ja hingekriegt. So, wo wir jetzt da sind, also eine neue Linie bauen wir uns mal. Die Güter haben wir so in Grünton gehalten. Die heißt jetzt also Holz-Gösenrot. Holz-Gösenrot. Und wir führen Haltestellen ein. Einmal hier. Erstmal Autospeichern. Ah, siehst du, da haben wir jetzt schon das erste. Prima, das passt ja jetzt wirklich. Das ist ein Timing, das ist gut. Da haben wir die erste Elektrobahn. So, dann machen wir hier hin. Gösenrot und das gleiche wieder zurück. Bis Hungen Süd. Ach, warum heißt das jetzt Hungen Süd? Gösenrot Haltepunkt. Das heißt Hungen Süd. Ne, das wollen wir mal abändern. Dann nennen wir mal Gösenrot Sägewerk. Ne? Ist das ein Sägewerk? Ja. Gösenrot Sägewerk bitte. Oder Gösenrot-Säge, sage ich mal. Gösenrot. Was hat das mit Hungen zu tun? Nix. Okay, Gösenrot-Säge. Und dann bauen wir noch ein paar Signale dahin. Und hier dann das Wartesignal. Ja, da ist jetzt die ganz lange Tunnelstrecke. Das kann so ein bisschen Wartezeit bedeuten, weil die halt nicht zweispurig sein kann, denn der Bahnhof hinten an der Holzfabrik dort an der Försterei ist halt direkt am Tunnel. Und hier können wir auch kein Signal drauf bauen auf dieses Ding, dann haben wir also hier noch ein Signal und hier ganz am Ende. So, jetzt gucken wir mal. Also das ist jetzt, ihr habt einen Bedarf von 65 oder was, ne? War das richtig? Wo ist hier Gösenrot da? Was habt ihr für einen Bedarf? 78 sogar schon. Also wenn wir dann auf 50 gehen, dann werden wir mal ganz tolle mit dem Krokodil. Elektrolokomotive speziell für schwere Güterzüge auf kurzen Strecken, und das machen wir doch mal. Das ist Schweizer erste Elektrozug hier bei uns, und das ist ein Holzwagen. Da brauchen wir dann mal den sogenannten Rungenwagen da.
5, 6, ja, und ein Verbundswagen, einen Verbandswagen. 3, 4, 5, 6. Ich hoffe, die passen noch aufs Gleis. Schauen wir mal, Linie zuweisen nach Güter, Holz, Gösenrot. Wie kann... Ach so, ja, ja, okay, da müssen wir erst noch mal gucken, dass wir hier alles elektrisch machen, ja, siehst du? Das Programm ist wirklich, das muss überlistet werden. So, jetzt gucken wir mal. Das sollte man offen lassen, wenn man da was machen will hier. So, da musste wirklich jedes kleinste Fitzelchen, da guckt an, das ist auch noch so ein Fitzelchen, das muss auch noch rot-grün gemacht werden. So, das haben wir, jawohl, okay. Jetzt gucken wir mal, hier haben wir ja alles schön. Allerdings hier noch nicht, so, die Bahnhöfe fehlten noch, das war's. Und hier hinten fehlt es auch am Bahnhof. Und jetzt müsste es aber klappen. Also, Linien. Nee, ich muss mich dahin begeben. Zwar. Hierhin. Und den, dem die Linie zuweisen. Wollen wir sehen. Klappt das jetzt? Holz-Gösenrot. Es klappt. Wunderbar. Da fahren wir doch mal eine Runde.